niemals war. Du hast Durchfall. Ja, du bist bar. Du hast Durchfall. Dina. Ja, auf jeden Fall hat Dina Durchfall. Ich bin gerade im Kaufhof und muss die Pampers wechseln. Das heißt, ich melde mich gleich, weil... Gut, dass ihr nichts riechen könnt. Ekelhaft, bist du ekelhaft. Ja, du bist bar. Aber richtig bar. Ich kann mal dein Quatsch machen. Ja, hallo. Lina hat gerade gekackt, ja. Es hat richtig gestunken. Ja. Wir haben Linas Schuhe gekauft, die hier bei C&A für 8 Euro. Die sind richtig, richtig schön. Lina wollte die direkt haben und nicht mehr ausziehen. Durfte sie die auch haben. Ja, Lina. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch kurz zur Bücherei. Ich wollte mir so ein Malbuch kaufen. Ich habe voll Lust drauf bekommen. Und dann gehen wir zu Mama. Audrey holt uns später ab. Mal schauen, ob wir noch zu Kaufland gehen. Ist noch nicht sicher. Also gucken wir mal später. Ich würde sagen, wir melden uns gleich nochmal. Ich muss jetzt die mal hier einmal einpacken. Okay. Guck mal, Mati. Wir gehen zu Ihnen. Wir haben gleich hier beim Stadtkabarett hier. Hier auf dem Stadt. Eine Herr Kitabashima Taktjagler piept mir auf mein Sitzchen. Die
So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Aber mein Handy klingelt. Oh, der ruft an. Ja, Schatz. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Lina hat dieses schöne Kleid bekommen von Hakan. Für 3 Euro, ne? Und diese Schuhe. Gehen wir? Wo können wir gehen, ne? Brauchst du was? Furkan fastet heute nicht. Er hat nämlich vergessen, seinen Wecker zu stellen. Und ich konnte den nicht stellen, damit Lina nicht aufwacht um 3 Uhr nachts. Weil sonst hätte sie gar nicht mehr geschlafen. So, Mama braucht. Wir gehen, ne? Lina bleibt hier. Ups, du bist ausgerutscht. Oh, alles gut, alles gut. Oh, nee, alles gut. Oh, oh. Oh. Wer hat die scheiß Tüte denn? Geht Stimme? Papa. Ist das dein Ernst? Papa. Papa. Öpium Kapana? Kapana? Warte, geh zu Oma. Ich bring dir was mit. Ja, ich kauf dir was. Ah nein, wir gehen hier mit Papa nochmal. Komm, dann kaufen wir dir was. Okay? Ich hab Geld. So, gehst du zu Anna, ne? Okay? Das ist eine Mama Mama Jam, okay? So, Leute, Moment. Ich bring mal Lina kurz in die Küche. Anna, ich hab mal hier, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Aurel hat uns abgeholt. Wir waren kurz bei Kaufland. Und ich wollte euch was mitteilen. Und zwar, ich habe ja ein Video gedreht, wie ich abgenommen habe, wegen dem Pulver. Und wir dürfen so ein Set verlosen. Also, wenn ihr Lust habt, dann teilzunehmen, könnt ihr das gerne machen. Das geht ab heute eine Woche lang, ne? Also das muss nicht für euch sein, sondern für keine irgendeine Familie, von eurer Familie oder so. Genau, also ich schreibe einfach unten in die Kommentare, warum ihr das gewinnen wollt. Zum Beispiel, dass ihr auch, keine Ahnung, 5-6 Kilo verlieren wollt wie ich oder so. Oder dass eure Cousine das nötig hat oder keine Ahnung was. Einfach irgendwas in die Kommentare schreiben, auf Gefällt mir drücken, das war's. Und ich werde dann den Gewinner auslosen. Ich werde dann direkt auf den Kommentar antworten. Und du musst dann deine Daten mir schicken und ich gebe das weiter an Shape World. Und die schicken dir dann das Set zu. Also mit den Kapseln, mit dem Pulver, mit dem Maßband und mit dem Behälter. Ja, das war's. Das wollte ich euch schon mal sagen. Und also, gute Nacht euch. Schatz, ich hab halt gar nicht gebloggt, Lan. Ich wollte ein bisschen reden und so. Wir haben einen halt ein bisschen eingekauft. Wir haben das gerade einsortiert. Und ja. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Obwohl, nee, es geht ja jetzt weiter, ne? Ich hatte ja gestern den Vlog nicht beendet. Ja, ich habe den Vlog auch nicht online gestellt, weil der viel zu kurz ging, meiner Meinung nach. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Ich hatte hier für Hakan diese Casey Rebel Box bestellt. Und die ist jetzt da. Sieht aus wie ein Schuhkarton. Also auf den ersten Blick, aber ist es nicht. Ja, ich finde es sehr schön gemacht. Ich mag ja auch Casey Rebel selber. Also ich habe ihn auch mal getroffen. Damals, da war ich noch. Das war vor 5 Jahren. Aber Hakan hat ihn auch getroffen, letzte Woche. Der hat ja eine Shisha-Bar hier in Köln und der hat eine Autogrammstunde gehabt, soweit ich weiß, oder irgendwie sowas. Ja, wir machen die Box jetzt mal zusammen auf. Mal schauen, was da drin ist. Ist ab 12 die Box. So, jetzt bombardiert mein Handy. So, auf jeden Fall ist das die Box. Also ich weiß nicht, ich finde die ganz schön. Also das ist so ein einfach Holz aus Pappe. Ich weiß nicht, ich finde die ganz schön.
machen wir sie mal auf. Ups. Ist auch nicht so schwer. Hier ist dann Seidenpapier. Ich muss das jetzt so aufmachen. Na, ey, nein. So, die Mülltonne muss jetzt im Hintergrund stehen, weil Lina die ganze Zeit reingreift. Also, hier ist ganz normal Seidenpapier. Jetzt machen wir das mal auf. Wow. Hier sind noch viele CDs drin. Dann ist hier so ein Beutel mit Reißverschluss und hier steht Banger Musik drauf. Genau. Wow. Okay. Ich glaube, hier ist das Oberteil drin. Da ist nämlich ein Oberteil bei. Genau. Oder eine Jacke. War das eine Jacke oder ein Oberteil? Nee, eine Jacke. So eine Sweaterjacke, glaube ich, ist das. Ja, die ist so bunt. Das ist die hier. Die ist aber mächtig groß. Welche Größe ist das? Hier steht auch Banger Musik. Und hier steht aber keine Größe. Ich denke mal, das ist so eine Einheitsgröße. Und am Arm steht noch was. Maximum steht hier am Arm. Genau. So, dann kommen wir zu den CDs. Einmal so eine Maximum-CD von Casey Rebel und Summer Jam. Dann einmal eine pinke Maxi, das ist ein Mixtape. Eine pinke Maximum-CD. Also in der gleichen Farbe wie die Jacke. Dann nochmal. Ich glaube, das ist die richtige CD, weil hier sind auch die Titel drauf. Was noch? Und noch ein blaues. Die Doku. Ah, das ist interessant. Das ist eine DVD. Maximum die Doku. So, also 4 CDs. Die Box hat 47 Euro gekostet. Danke, Mann. So, dann was haben wir hier? Danke, dass du dir unsere Box gekauft hast. Wir haben hart dran gearbeitet, viel Herzblut reingesteckt und hoffen, du bist mit dem Endprodukt, das du nun in deinen Händen hältst, zufrieden. Jetzt pack alles aus, dreh die Mucke auf Maximum und feier unser Album. Viel Spaß, Casey Rebel und Summer Jam. So. Ich werde das natürlich nicht aufmachen, weil das wird mir hart sein. Dann sind hier noch so Sachen dabei, einmal Maximum, einmal Casey und Summer Jam. Dann keine Zeit, Alter, nicht jetzt. Das ist so ein Sticker. Und dann ist es. Dann haben wir hier noch Anrufbeantworter. Also zweimal. Zweimal Maximum. Nicht jetzt und du musst mir geben. Nochmal. So. Und da ist noch was dabei. Hol dir jetzt 10% Rabatt bei Banger Store. Ich halte euch das mal so hin. Falls ihr was bestellen wollt, könnt ihr das machen. Und hier ist noch so ein Heft dabei. Hier ist ein Plakat. Soll ich das aufmachen, Leute? Komm, ich mach's auf. Das ist, denke ich mal, Summer Jam. Und hier steht dann nochmal Maximum. Ja, ganz schön gemacht. Ich verstehe nicht, warum auf diesem Plakat Casey Rebel nicht mit dabei ist. Ich mag ja Casey Rebel persönlich mehr. Keine Ahnung. Also ich mag seine Musik, sagen wir es mal so. So, Lina. Ja, jetzt packe ich das kurz ein, damit ich es morgen heile zu Hakan bringen kann. So, ihr Lieben, ich sehe voll komisch krank aus, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich suche seit gestern den Coupon von der Schön für mich Box. Ich denke mal, auch der dachte, das ist Müll und hat es weggeschmissen. Ja, ich habe jetzt Rossmann nochmal angeschrieben. Ich sollte denen jetzt eine E-Mail schreiben mit meinen Daten. Dann schicken sie wahrscheinlich einen Weiß. Weil der Stuhl war umgekehrt und ich habe den Zettel drauf getan. Ich denke mal, der dachte danach. Der dachte bestimmt, das ist Werbung. Der meint zwar, ich habe nichts weggeschmissen, aber er meinte auch, er hat ein paar Sachen weggeschmissen, weil er sich sicher war, dass das Werbung ist. Deswegen denke ich mal, dass er das gemacht hat. Mama.
Ja, ich räume jetzt auf jeden Fall auf. So, ich wollte auch, was wollte ich machen? Ich wollte heute eine Champignon-Soße machen mit Hähnchen. Und Sahnesoße und dazu Nudeln. Aber ich wollte auch noch so mit Eierplätzchen so was Süßes machen. Aber ich nehme euch mit. Ich hoffe, ich schaffe das mit Lina. Und Leute, vergesst nicht, bei der Verlosung mitzumachen. Also wenn ihr Verlosung, bei der Verlosung Lust habt. Weil die wollten ehrlich gesagt mir noch ein Set zuschicken, aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, du hast das jetzt genommen. Ein Monat lang. Und jetzt kannst du, ich bin sozusagen jetzt umgestellt. Ess kein Süßkram mehr. Und ich versuche jetzt keinen, ich habe jetzt keinen wirklich versucht, damit zu überreden oder so. Wenn ihr das halt gewinnen wollt, wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich bin froh, dass wir so ein Set verlosen und wenn ihr das gewinnen wollt, dann macht es gerne. An die Leute, die meinten, dass meine Meinung gekauft war. Ich finde es sehr schade. Ich will auch, dass diese Leute uns deabonnieren, weil ich weiß, die Leute haben uns immer noch nicht deabonniert, die das geschrieben haben. Und das haben Leute geschrieben, die mich jeden Tag anschauen. Ich habe die Kommentare gelöscht, ja, weil ich einfach... Das war einfach keine konstruktive Kritik. Das war eine Behauptung, was nicht stimmt. Ihr wisst nicht, was wir mit der Firma in diesem Verlauf geschrieben haben. Deswegen finde ich das sehr, sehr schade, wenn man sowas behauptet, dass meine Meinung gekauft wäre. Nein, das ist es nicht. Aber ich habe es auch nicht nötig, euch irgendwas zu beweisen. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe meine ehrliche Meinung gesagt. Das wird sich auch nicht ändern. Ich bleib wirklich dabei und ich habe am Anfang extra Pulverzeug gesagt, weil ich weiß, viele halten nichts davon. Ich war auch einer derjenigen, die nichts davon gehalten hat. Ja, ich habe auch damals Almased oder sonst was genommen von DM, aber das hat mir nichts gebracht und das hat richtig ekelhaft geschmeckt, dass ich das einfach auskotzen musste und ich werde auch bei dieser Meinung bleiben, dass Almased einfach nicht gut ist. Also klar, kann sein, dass das hilft beim Abnehmen, aber mir hat es geschadet. Also ich habe nur gekotzt. Und ich habe es auch nur einmal genommen und weggeschmissen. Ja, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung. Wenn ihr Lust habt, bei der Verlosung mitzumachen, könnt ihr das ruhig machen. Wenn ihr Pulverzeug einfach nicht mögt, dann macht das nicht. Aber es ist immer noch mir überlassen, was ich nehme und was ich nicht nehme. Das ist immer noch mein Leben. Ich darf entscheiden, wie ich abnehme und wie nicht. Ich ernähre mich ab jetzt gesund, das weiß ich auch. Und ja. Jetzt können wir losgehen. So, ihr Lieben, ich wollte gerade ein Rezept für euch machen und habe gemerkt, dass ich keine Schlagsahne mehr habe. Das heißt, ich muss jetzt schnell zum Edeka und muss Schlagsahne besorgen, weil ich wollte ja auch was mit Champignons und so kochen und auch der wollte Nudeln dazu und kein Reis, weil wir seit Tagen Reis essen, meinte er. Ja, jetzt muss ich nochmal los und Schlagsahne kochen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Ich habe die gefakten Bounties geholt und einmal die originalen Bounties. Wenn ihr jetzt fragt, warum, weil ich meine Erdbeerwoche habe seit vorgestern. Also da ich weiß, dass überwiegend Frauen zuschauen, kann ich das ja mal so sagen, oder? Und Lina schaut, was wir noch haben. Sie weiß nicht, dass ich die Schokolade schon rausgenommen habe. Dann habe ich viermal Schlagsahne mitgenommen. Minze und Limetten. Weil ich mir gleich einen Cocktail machen werde, wenn auch nicht da ist. Danke. Nein, nicht aufmachen, Anne. Das ist Schlagsahne. Das ist Schlagsahne. Sag Bab. Ja, damit wollte ich halt, das brauche ich halt für gleich. Thank you.
Lina? Hallo? Leute, seht ihr das, was Lina gemacht hat? Was soll das, ha? Ich komme von der Arbeit, ich will meine Ruhe haben. Und was macht Lina? Ganze Wohnung auseinandergenommen. Das ist gar nicht gut, was du gemacht hast, Papa, weißt du, ne? Gleich musst du selber aufräumen, bevor du schlafen gehst. Okay? Und Madame, was machen Sachen? Schatz, ich kann es nicht mehr hören. Instagram, Facebook. Sachen machen sowas. Lecker, oder? Das Rezept gibt es in einem anderen Video. Nur für euch. Nur weil Shiva kommt, sonst hätte ich das nicht gemacht. Der Arme, der fastet. Da kriegt er auch eine Spezialität. Aha. Ey, guck mal, Lina, wie schlau die ist, ja? Ist die live gegangen? Nein, das ist von jemand anderem. Hallo. Das ist von uns, Land. Nein. Ich schwöre. Ey, Lina, kommt einziger live. Seht ihr das, Leute? Dein Ernst? Ich schwöre. Lina. Was geht's ab, Leute? Boah, eigentlich, wir wollten gar nicht live kommen. Lena hat einfach gedrückt. Oh mein Gott. Danke, du bist...